Und so ist einige Tage später im 26.000 Seelenstädtchen Ferl unfassbar viel geschehen. Ja, im Endeffekt ist es so gewesen, dass wir einen Hilferuf gestartet haben an Freunde und Gäste, die auch dann, nachdem Frank weg war, an dem gleichen Abend schon hier waren. Wir haben dann also irgendwie, ich glaube, bis 2 Uhr nachts haben wir dann schon angefangen, die ersten Sachen rauszuräumen. Das war eine Mammutaufgabe, an sich richtig schön, weil wir recht viele Gäste hatten, die uns geholfen haben, womit wir so gar nicht gerechnet haben. Das war schon echt beeindruckend. Zurück in Ferl, im Restaurant Op de Limeke. Das muss ich mal ganz langsam aussprechen, weil ist eben platt. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Wir haben das doch alle zusammen gesehen. Das war schon die ersten 3 Tage hier eine ziemliche Katastrophe. Jetzt will ich mal gucken, ob die hygienischen Verhältnisse sich verbessert haben und ob Stefan und sein Team, ja, ob die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Denn ohne die heißt es Sätzen 6. Hallo. Ach, hallo. Na? Mahlzeit. Wie geht's? Hallo. Ja, ganz gut. Hi. Hi. Oh, neue Frisur? Ja. Neuer Kerl? Markus. Ja, Markus. Ach, du warst im Urlaub? Ja. Ich bin der Markus und bin im Service tätig. Wie sieht's aus mit den Hausaufgaben? Hast du gearbeitet? Ich hoffe, wir haben alles zu deiner Zufriedenheit fertig. Zu meiner Zufriedenheit? Ja, oder beziehungsweise zu unserer und unserer Gäste. Gut, dann Küche. Genau. Da bin ich ja mal gespannt. Gerne. Küche. Grüß Gott. Servus. Servus. Weltklasse. Boah. Ist ganz gut geworden. Sehr gut. In der Küche hat sich eigentlich sehr viel getan, weil kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Wir haben hier alles rausgerissen, was an Holz und alten Haushaltsmöbeln drinnen war. Die in die Jahre gekommene Haushaltsküche ist einer waschechten Gastronomieküche aus Edelstahl gewichen. Sämtliche Holzoberflächen gehören der Vergangenheit an. Und auch der Konvektomat aus der Scheune hat nun einen neuen Platz gefunden. Alte Geräte wurden sinnvoll und platzsparend ersetzt. Das Herzstück im Op de Limeke ist kaum wiederzuerkennen. Dieser massive Umbau hat natürlich einige Tage in Anspruch genommen. Ich bin wirklich ergriffen. Ist schön. Waren wir auch. Wir sind sehr dankbar, weil das halt schon echt ein krasser Umbau war und den wir ohne euch gar nicht geschafft hätten. Überhaupt nicht. Dass das jetzt passiert ist, ist natürlich irgendwo so ein kleiner Traum, der wahr geworden ist. Damit man auch einfach das Gefühl bekommt, in einer Gastroküche zu stehen. Nächster Tagesordnungspunkt, ein Kontrollblick ins Vorratslager. Hör mal, Stefan, jetzt mal so unter Kerlen, ne? Mhm. Du willst mich doch jetzt nicht verarschen, oder? Nicht gut. Das war dann halt schon so in dem Moment, wo ich dachte, echt jetzt? Ich hoffe, du bist zufrieden. Das war ganz schön viel Arbeit. Also definitiv nicht verarschen, nein. Ich bin es jetzt halt auch gewohnt, dass Frank eigentlich die ganze Zeit nur rummeckert. Von daher dachte ich so, was hat er jetzt schon wieder, ne? Als er da so in der Scheune stand und so komisch geguckt hat. Wie lange bist du jetzt hier? Wie lange machst du den Laden hier? Seit 1,5 Jahren. Und da hast du 1,5 Jahre gebraucht, um es in diesen guten Zustand zu versetzen, muss ich kommen, um dir zu sagen, dass das vorher eine Siffhöhle war und jetzt auf einmal eine gut gebräuchliche Lagerstätte für Trockenmaterial, Leergut etc. Das hat es gebraucht? Auch. Aus dem chaotischen Auffangbecken für Gerümpel jeglicher Couleur ist nun ein echtes Vorratslager geworden, das ich dank erkennbarer Strukturen auch so nennen darf. Pass auf, kurzum, das hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Bin stolz auf dich. Das ist hier ein sauberer, ordentlicher Start. Wir können weiterarbeiten. Gerne. Wir hatten ja noch andere Hausaufgaben. Stimmt. Was war da noch? Es hat mich schon sehr gefreut, dass er uns so gelobt hat und das auch ein bisschen anerkannt hat, was hier geleistet wurde. Der Speisekartencheck. Dann haben wir hier jetzt die Speisekarte. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Ja. Vorspeise. Suppe, Hühnersuppe, Datteln im Speckmantel. Wochengericht, Rinderroulade mit Kartoffelstampf. Die Speisekarte habe ich jetzt modular aufgebaut, sodass man sich jetzt das Fleisch aussuchen kann, dann das passende Topping oder die Soße dazu und dann nochmal die Beilage extra. Und das ist alles miteinander kombinierbar. Okay, pass auf. Ja. Als Vorspeise gibt es nur Suppen, dann hast du ein paar Hauptgerichte,
Und zwar einfach nur Fleisch und ein bisschen Wildlachs. Und da gibt es dann irgendwie eine Soße zu und dann ein paar Beilagen. Alles wie im Steakhaus. Die Idee ist nicht schlecht, aber es wird dich zerschießen. Weil, wenn 50 Gäste kommen, ja, und 50 Gäste haben 50 verschiedene Variationen, etwas auszusuchen, ballert dich das an die Wand. Dafür bist du nicht professionell genug. Dafür bist du, hast du zu wenig gastronomische Erfahrung und vor allen Dingen zu wenig Küchentiming-Erfahrung. Das hatte ich gehofft, dass das nicht passiert. Okay. Ich wollte es dir vorschlagen und wollte gucken, ob du denkst, das passt. Weil das ist jetzt halt für mich aus dem Bauch rausgeschossen. Gut. Was erwarte ich, wenn ich nach Verl fahre? Was erwarte ich, wenn ich in ein 500 Jahre altes Bauernhaus gehe? Gute Landhausküche. Gute Landhausküche. Ja. Also, neu machen. Und die Roulade darfst du gerne behalten. Du kannst Menschen nur beeindrucken mit etwas, womit sie nicht schon beeindruckt wurden. Ja. Und das ist eben 500 Jahre und eine kleine Karte mit einem kleinen Angebot. Mhm. Und wenn du da aufmachst, dann gibt es das, was dich ausmacht. Und wenn du zumachst, eben nicht mehr. Okay. Das ist eine Marke. Hast du das jetzt verstanden? Hab ich. Alles klar. Da war ich extrem froh, dass er dann gesagt hat, du pass auf, so. Damit kann ich jetzt umgehen und auch ein bisschen planen. Jetzt weiß ich auch, in welche Richtung und wie er das umgesetzt haben möchte. Das weiß ich seit heute. Dennoch bleibt der Sternekoch skeptisch. Es ist alles noch sehr, sehr holprig. Mit mir funktioniert das hier. Aber wenn er später alleine ist, habe ich keine Ahnung. Ja, wir haben einiges geschafft, den Schweinestall aufgeräumt. Aber ob es eine Zukunft kulinarisch hier gibt, keine Ahnung. Doch Frank Rosin gibt das Obdelimicke nicht auf.